Hallo zusammen, kann ich mit meinem Segelboot, kleineres Segelboot, die Bleibatterie ersetzen durch eine Lithiumbatterie? Ja, ihr könnt die Bleibatterie rausschmeißen und eine Lithiumbatterie reinmachen. Was geändert werden muss, wir haben hier Batterieklemmen und hier haben wir Schraubklemmen. Wir haben hier diese Schraubklemmen, Batterieklemmen und hier wird das Kabel drauf gemacht. Und bei der Lithiumbatterie haben wir in der Regel Schraubklemmen. Also ihr müsst das Kabel, was hier drauf geht, dann direkt verpressen und hier neu draufschrauben. Was ist der große Unterschied, wenn ihr das umrüstet? Also ihr dürft mit dieser Batterie keine Motoren starten. Also wenn ihr noch einen Einbaudiesel drin habt oder sonst einen Motor, dann nein, könnt ihr nicht umrüsten. Mache ich euch ein Video vom Motorboot umrüsten. Aber wenn ihr ein Segelboot habt, ihr habt einen Flautenschieber, den ihr raushängt, den noch per Handzug startet, dann das Umrüsten kein Problem. Der große Vorteil von der Lithium ist, ich habe eine Gewichtseinsparnis. Beim kleinen Segelboot ist das ein Argument. Hier sind wir bei der Größe bei 32 Kilo und bei der Größe von 12 Kilo. Ich habe hier aber die doppelte nutzbare Kapazität. Was muss ich beachten in der ganzen Elektrik, wenn ich jetzt die Batterie raus, die rein? Die Verbraucher wie hier mein Kühlschrank, der hat natürlich Freude dran, weil der wird dann Standard. Ich habe hier 12,8 Volt Nominalspannung und hier habe ich 12 Volt Nominalspannung. Geht dann hoch und runter. Ich habe hier die 12 Volt, das heißt, ich habe einen höheren 12,8 Volt. Ich habe also 0,8 Volt mehr, die ich den Kühlschrank versorgen kann. Das macht dem Kühlschrank absolut nichts, kann weiter versorgt werden. Lampen und so weiter auch. Aber wir haben hier einen Unterspannungsschutz, der schaltet bei 10,5 Volt aus. Das heißt, ich kann die wirklich runtersaugen bis zu 100% Entladung. Ladetechnik. Wenn ihr nur ein Solarpanel habt, was drauf geht, ist das in der Regel überhaupt kein Problem. Nur umhängen. Wir haben die gleiche Entspannung. Wir haben in der Regel sogar bei der Batterie, Bleibatterie-Reglern eine tiefere Entspannung. Das heißt, macht diese Batterie absolut nichts, wenn ihr dann mit 13,8 Volt ankommt statt mit 14,4 Volt. Die Batterie wird einfach nicht ganz so schnell geladen. Aber in der Regel ist das auch nicht ein Thema. Das Boot hängt vielleicht auch die ganze Woche am Steg oder im Bojenfeld. Und dann kann zum Beispiel mit dem 50 Watt Solarpanel, das hier geladen wird, dieser Kühlschrank, also eine Woche, 7 Tage laden, kann ich diesen Kühlschrank schon 2 Tage betreiben im Sommer. Und es darf nicht durchregen, weil dann geht ihr sowieso nicht auf Schiff, dann habe ich 2 Wochen Zeit zum Laden. Auf den Ladegeräten. Ladegeräte gibt spezielle Lithium-Ladegeräte, es gibt aber auch Bleibatterie-Ladegeräte. Hier ist wichtig, dass ihr nicht ein Lithium-Bleibatterie-Ladegerät nimmt, das pulsiert. Da, es macht ihr nichts, aber sie hat keine Freude dran. Wir wissen nicht, ob WU-Kennlinien, das sind alte Kennlinien, wie eine IO0 oder I0 oder IU-Kennlinien habt auf dem Ladegerät, dann spielt das keine Rolle, könnt ihr einfach tauschen. Wenn ihr noch eine WU-Kennlinie habt, die gibt es aber seit 20 Jahren nicht mehr, dann empfehle ich euch, das Ladegerät zu tauschen direkt auf ein Lithium-Ladegerät. Weil WU ist kein Gleichstrom, sondern ein pulsierender Gleichstrom. Der Vorteil ist, beim Pulsieren habe ich hohe Spitzenspannungen drin. Und das ist gut gegen die Sulfatierung von Bleibatterien. Bei Lithiumbatterien haben wir keine Sulfatierung. Es ist auch kein Bleisulfat drin. Eben, schaut an, was ihr für eine Kennlinie habt, WU,
rausschmeißen, neues Lithium-Ladegerät rein. Habe ich im Sortiment, das wäre kein Thema. Aber kleine, einfache Segelboote umrüsten auf Lithium-Batterie überhaupt kein Problem. Ihr müsst wirklich kaum was ändern und ihr habt Gewichtseinsparnis von, eigentlich muss ich hier das Doppelte rechnen, 60 Kilo Batterie auf 12 Kilo runter. Das ist auch beim kleinen Segelboot spürbar und ihr habt viel mehr Kapazität, eben zum Beispiel für den Verbraucher. So ein Kühlschrank hier in der Größe, das ist so Kampfgröße, kleines Segelboot. Hier habe ich etwa eine Kapazität von 4 Tagen. Also wenn diese Batterie voll ist, kann ich 4 Tage diesen Kühlschrank betreiben. Auch wenn ihr einen Bootsliegeplatz habt, ihr habt das ganze Woche den Kühlschrank oder das Batterieladegerät am Steg angeschlossen. Wenn ihr kommt vom Freitags aufs Boot geht, ist die Batterie voll und ihr könnt das ganze Wochenende diesen Kühlschrank betreiben. Ich mache euch hier einen Link über diesen Kühlschrank hier ohne Eisfach und hier ein Video über das Ladegerät, was wir hier ein kleines 20 Ampere Ladegerät, was absolut im Nautik-Sektor ausreichend ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag.